Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Besucher haben wir keine. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch an den Schirmen sind, zu Hause. Vieles, lieber Herr Löbel, wo sitzt er, was Sie gerade gesagt haben, ist ja richtig. Stimmt. Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, dass diese Verträge weitergeführt werden. Wir haben ein Interesse daran, dass die INF-Regelungen beibehalten werden und wir keine neuen Mittelstreckenraketen in Europa haben. Nur das Traurige ist, das können Sie in allen Einzelheiten jetzt darstellen, egal von welcher Fraktion hier, es interessiert, meine Damen und Herren, in Washington kein Schwein. Das ist das Traurige an der Sache. Ob in China ein Sack Reis umfällt oder im Deutschen Bundestag darüber diskutiert wird, interessiert in Washington keinen mehr. Und das nicht erst seit Donald Trump, sondern ich verweise darauf, dass es schon eine Forderung der Obama-Regierung war, den deutschen Verteidigungsanteil auf 2% hochzuschrauben. Und auch die Demokraten haben im Kongress dafür gestimmt, Deutschland mit Sanktionen wegen Nord Stream 2 zu belegen. Warum das alles? Weil es einen Dialog zwischen den Vereinigten Staaten seit der Präsidentschaft Trump und der Bundesrepublik Deutschland gar nicht mehr gibt. Weil wir anfangen, dem amerikanischen Präsidenten rote Linien aufzeigen zu wollen. Ein deutscher Bundespräsident ignoriert den US-Präsidenten bei seinem USA-Besuch. Ein ehemaliger Außenminister nannte ihn im Wahlkampf Hassprediger. Und Frau Merkel sagt mal kurzfristig G7 ab, weil man ja eventuell ahnt, im Herbst könnte der Mann nicht mehr Präsident sein. Ahnt oder auch hofft. Das ist derzeitige deutsche, was heißt Politik, Nicht-Politik. Wir haben im Auswärtigen Ausschuss den Staatsminister gefragt, wenn eine solche Situation, wie sie jetzt entstanden ist, in früheren Zeiten geschehen wäre, dann wäre jeder deutsche Außenminister subito nach Washington geflogen, den Kanzler hätte mitgenommen oder umgekehrt, und man hätte mit den amerikanischen Freunden das Problem so lange diskutiert, bis es vom Tisch ist. Heute reist kein Schwein mehr nach Washington. Erstens sind wir nicht willkommen, zweitens zeichnen wir rote Linien auf und drittens gibt es nicht mehr auf Anfrage an die Bundesregierung einen Reisetermin von Herrn Maas oder Frau Merkel. Das ist das Unglaubliche in der heutigen deutsch-amerikanischen Situation. Und solange sich das nicht verändert, wird man... Ich kann Ihnen mal eins sagen. Ich kann Ihnen eins sagen. Auf die Frage, warum denn Frau Merkel nicht reist, wurde angeführt, dass die Corona-Einreisebestimmungen Probleme machen könnten. So absurd wird heute im Auswärtigen Ausschuss diskutiert. Ist doch lächerlich. Zum Thema zurück. Auch für uns ist eine weitere vertragliche Fortführung interessant und wichtig und gut. Aber wir müssen uns schon mit den Amerikanern wieder zum Dialog bereitfinden, und zwar auf realpolitischer Basis, Herr Kollege, und nicht auf Träumerbasis à la Merkel und Maas. Sie müssen mit dem Präsidenten leben, den Sie in Washington haben, und sich nicht irgendeinen erträumen, den es im Herbst vielleicht gar nicht geben wird. Auch dann geht die Weltpolitik weiter. Wir sind also dafür, dass wir eine Verständigung mit Russland suchen. Ich habe es schon mal gesagt, um den INF-Vertrag vielleicht mit einer gemeinsamen europäischen Regelung fortzuführen. Und beim Start-Vertrag bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als in der Tat nach Washington zu gehen. Nur ob das erhobenen Hauptes heute noch möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Nochmal, in Washington interessiert das deutsche Lamento und auch Ihr Lamento, Frau Kollegin, zurzeit kein Schwein. Das ist die Realität und das Traurige. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Für die SPD-Fraktion hat als nächstes das Wort der Kollege Dr. Karl-Heinz Brück.